bevor wir anfangen, die obligatorische Bitte. Euer Handys aus. 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 Oder zumindest lautlos. Aus. Ich bin für aus. Ruf mal einer Martin an, aber sie dann hilft. Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Partie BFC Dynamo gegen FC Viktoria Berlin. Endstand 1:1. Unserem Gästetrainer Mario Block zuerst die Möglichkeit, das Fazit zu ziehen. Ja, guten Tag an alle. Jetzt nicht gleich aufschreien. Ich denke, dass wir die ersten 17 Minuten, da habe ich auf die Uhr geguckt, klar besser waren und zwei richtig große Möglichkeiten hatten, um in Führung zu gehen. Aber genau danach war es vorbei mit unserer Herrlichkeit. Da haben wir sicherlich von den drei Spielen in der Rückrunde die schlechteste Leistung gezeigt. Aber wir sind nochmal zurückgekommen, sicherlich durch Umstellung und was auch immer. Hatten dabei großes Glück, dass Dynamo einfach die Chancen, die sie hatten, und das waren gute Chancen, nicht genutzt haben. So ist das im Fußball. Für uns ist es so oder so schwer, weil wir da unten stehen und wir kämpfen. Und es ist sicherlich auch nicht einfach, hier gegen die Zuschauer anzugehen und was auch immer. Aber wir haben nicht verloren. Und das macht Mut. Wir werden weiterarbeiten. Wir werden irgendwann auch Spiel gewinnen. Und wir werden es schaffen. Dynamo, alles Gute. Danke, Marc. Thomas, dein Fazit zu 90 Minuten. Ja, ist ja schwierig zu sagen, weil ich ärgere mich über dieses Ergebnis. Und ich glaube, jeder hier im Raum, tut mir zum größten Teil Marco nicht, der hat sich den Punkt verdient. Erstmal Glückwunsch dazu. Wir haben es nicht geschafft, die Möglichkeiten, die wir hatten, vor allem in der zweiten Halbzeit eben in Tore umzumünzen. In der ersten Halbzeit nach der, ich glaube nach der 10., 15 Minuten, wenn du es gestoppt hast, wird es vielleicht richtig sein. Sind wir ins Spiel gekommen, haben wir dann umgestellt, haben gesehen, dass der Gegner impresst, nach vorne kommt. Wir haben dann eben den Ball auf Andis gespielt, um dann eben schneller voranzukommen. Was dann zu Möglichkeiten geführt hat. Ich weiß noch nicht, ob die erste Halbzeit eben da eine andere Pfiff der Schiedsrichter. Ich muss lange ausholen, weil es ist immer sehr schwierig, wenn jemand sehr langsam ist da auf dem Platz, um das nicht zu erkennen, dann ist das sehr schwierig. Ich glaube auch nicht, dass beide Tore oder beide Chancen da abseits gewesen sind. Sonst hätten wir eben schon nach 45 Minuten 2:0 geführt. Dann wäre das Spiel schon entschieden. Am Ende haben wir es nicht geschafft, die Riesenchancen eben reinzumachen, um das Spiel zu entscheiden. Haben den Gegnern eben die Möglichkeit noch gegeben, über einen Ball, der eben in den 16er reinkommt, vielleicht einen Zweikampf oder irgendwelche anderen Dinge, die sie dann eben genutzt haben. So ist das Spiel 1:1 ausgegangen. Ärgerlich. Ich habe es mir anders vorgestellt. Aber so müssen wir das eben weitermachen. Schönes Wochenende. Der Pressevertreter fragt an den Trainer. Thomas, hattest du den Eindruck, dass deine Mannschaft mit den fünf, Brunner sagte gerade, Buletten, die sie letztes Wochenende gefressen haben, noch vom Kopf her beschäftigt war? Ja, also wenn ich auf den Platz gegangen bin, ich nehme es immer so, weil ich auch mal Fußball gespielt habe und habe auch auf dem Platz gestanden, dann habe ich natürlich die Woche vorher noch ein paar Stunden vor dem Spiel im Kopf gehabt, aber wenn ich auf dem Platz gestanden habe und das Spiel fing an, dann war das weg. Dann zählt für mich nicht, weil wir vorher die Woche eben fünf Stunden gespielt haben. Eins ist klar, wir haben eine lange Vorbereitung gehabt. Die zog sich vom 5. Januar bis jetzt. Und dann kommt so ein bisschen der Wettkampf fehlt hier. Das heißt, du trainierst tagtäglich, du bereitest dich darauf vor, jeder Tag. Und dann kommt so ein bisschen so eine kleine Nummer, die wir jetzt ein bisschen aufarbeiten müssen. Wir werden nächste Woche noch besser sein, um dann eben das Spiel dann erfolgreicher zu spielen. Eine organisatorische Frage, gibt es eine Zuschauerzahl? 921. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann nochmal, gerade das Spiel nächste Woche ist natürlich für die Anhänger des BFC ein ganz besonderes. Wie weit bist du dir über diese Rivalität bewusst? Ist dir bekannt? Wirst du besondere Maßnahmen diese Woche machen? Es gibt keine besonderen Maßnahmen, es gibt nur einfach Training auf ein Spiel, das ganz wichtig ist, weil da gibt es 3 Punkte. Natürlich haben wir noch keine 3 Punkte geholt jetzt in der Rückserie, also es ist das Ziel für uns, eben dann zu gewinnen.
Mir ist bewusst, weil ich kenne ja auch den einen oder anderen auf der anderen Seite, der vielleicht ein bisschen in der ersten Mannschaft ist. Und der, als er mich das erste Mal hier in Berlin gesehen hat, hat er nicht Hallo gesagt, sondern, du, wo bist du jetzt gelandet? Okay, dann weiß ich schon nach dem ersten Treffen, was hier los ist. Ist für mich kein Problem. Ich freue mich drauf. Jetzt mal, wo er gelandet ist, erinnern. Ja. Am Ende wird es nicht mehr ordentlich Hallo sagen. Also, ich kann nicht mehr so weiter. Ja. Ich habe weitere Fragen. Sie ist nicht der Fall. Dann wünsche ich dir einen Heimweg.